Ausbildung zum Fremdenlegionär. Vorbereitung auf ein Leben als Söldner im Krieg. In 3 Monaten haben wir vielleicht einen Einsatz und da ist dann das Spiel vorbei. Überlebenstraining, vom Gewaltmärschen, offenen Wunden und der Vorbereitung auf den Tag, an dem es im Kampf um alles geht. Ehrlich gesagt, im Einsatz habe ich keine Hemmschwelle. Mythos Fremdenlegion. Jedes Jahr wollen 8000 Männer aus aller Herren Länder dem Söldnerheer beitreten, aber nur die Besten werden genommen. Unter ihnen Dieter Kampfmann, 23 Jahre alt, Deutscher. Das ist einfach deswegen, weil ich arbeitslos war, nichts zu tun hatte, zu Hause rumgesessen habe. Beweggründe, die weltweit gelten. Auch für Pablo Fontana, 30 Jahre, aus Argentinien. Die Luftwaffe in Argentinien ist nur sehr klein und es gibt nicht genügend Plätze für alle, die dorthin wollen. 40 Anwärter werden allein in diesem Camp in Südfrankreich Monat für Monat ausgebildet. Dabei reichen Drill und Muskelmasse allein heute nicht mehr zum Elite-Soldaten. Man braucht Leute mit Köpfchen, nicht nur welche, die rennen. Wir sind ja nicht mehr im Zweiten Weltkrieg. Aber hier wird doch immer noch viel gerannt. Ja, ich weiß. Und deshalb bin ich auch der schlechteste Läufer von allen hier. Von den 40 Jungs bin ich der schlechteste. Szenenwechsel. Das Dschungelcamp Regina in Französisch-Guayana. Hier werden die Besten der Besten gedrillt. Seit über 30 Jahren veranstaltet die Fremdenlegion im südamerikanischen Dschungel Extremtrainings. Selbst die Amerikaner schicken ihre Eliteeinheiten zur Ausbildung hierher. Der Tag beginnt mit einem taktischen Manöver. Ein Sprung aus 6 Metern Höhe in den Apuage-Fluss. Auf dem Rücken 20 Kilo Gepäck und Sturmgewehr. Der Weg durch die Strömung an Land ist beschwerlich. Zudem wimmelt es im Fluss von Kaimanen und Giftschlangen. Für Männer wie Frank Mitrell ist diese Übung ein Kinderspiel. Allerdings hat er auch schon 26 Jahre Legion hinter sich. Wie war der Sprung? Gut, kein Problem. Nur die Strömung im Fluss ist ziemlich stark. Es ist nicht so einfach, mit der ganzen Ausrüstung zurück ans Ufer zu kommen. Jemand, der nur mäßig gut schwimmen kann, hat es schwer. Haben Sie so etwas schon in einem richtigen Einsatz gemacht? Ja, es gab 2 Situationen, die ich miterlebt habe und die waren nicht zum Lachen. Einmal 1992 in Somalia mit den Amerikanern und 1995 in Jugoslawien. Zurück bei den Legionsnovizen in Südfrankreich. Wer für die Legion kämpfen will, drückt erstmal wieder die Schulbank. Nach den 4 Monaten Grundausbildung müssen die Rekruten die Landessprache beherrschen. Nur 8 von 40 Teilnehmern sind Muttersprachler. Sie müssen mit den anderen Französisch pauken. Die Legion, eine urfranzösische Sache. Das bedenken die wenigsten, wenn sie ihr Leben in den Dienst der Trikolore stellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Französischlehrer vor einer Klasse stehe. Und wie fühlen Sie sich dabei? Sehr gut. Das erinnert mich an damals, vor 14 Jahren, als ich zur Legion kam. Sie saßen auch hier im Unterricht? Ja, ich saß da drüben, aber ich sprach schon Französisch und ich musste den anderen helfen, die Sprache zu lernen. Ich erinnere mich noch daran, wie schwierig das war. Der körperlichen Herausforderung stellen sich die Legionsanwärter schon lieber. Tagelanges Marschieren mit kompletter Ausrüstung, das soll der Abhärtung dienen. Dieter Kampfmann, dem einzigen Deutschen in der kleinen Truppe, gefällt das. Zum einen, um sich selbst was zu beweisen, zum anderen werden dabei normalerweise ja auch die faulen Eier ausgesondert. Also Leute, die jetzt keinen Bock haben oder... Nach 5 Stunden Marsch die erste Pause. Die Moral der Truppe scheint gefestigt. Eine Blöße will sich hier keiner geben, auch wenn der eine oder andere bereits an seine Grenzen kommt.
Sind Sie froh, dass es bald vorbei ist? Ja, ich bin wirklich total am Ende. Der erste Ausbildungsmonat war echt hart, was die körperliche Anstrengung angeht. Für mich zumindest. Für Kampfmann ist das gar nichts. Er ist Deutscher, die sind hart im Nehmen. Am Abend Lagerfeuerromantik. Den Söldnern ins B ist während der ersten 5 Wochen der Kontakt zur Familie untersagt. Das stärkt den Gruppenzusammenhalt und bei manchem auch das Gefühl, ein echter Kerl zu sein. Nach dem Marsch, da isst man alles, also ist egal, ob es schmeckt oder nicht. Da ist man irgendwie so total fertig, oder? Ja. Aber was fehlt Ihnen denn so am meisten von Deutschland oder von Ihrem vorherigen Leben? Die Bekannten, die Freunde, die Familie. Habe ich jetzt seit fast drei Monaten nichts von gehört, gesehen. Aber die werde ich ja dann also morgen oder übermorgen, dürfen wir dann vielleicht telefonieren. Dann, freuen Sie sich schon drauf? Ja. Was denkt Ihre Familie von Ihrem Lebensweg? Viele sind nicht damit einverstanden, aber müssen sich damit abfinden. Ein Jahr lang dürfen die Junglegionäre nicht nach Hause. Die Truppe soll die neue Familie sein. Nachtwache, einer der seltenen Momente der Stille. Dieter Kampfmann macht sich Gedanken über sein zukünftiges Leben. Was hat das für Sie für eine Bedeutung, dass Sie jetzt auch einen neuen Namen haben? Das ist ja bloß obligatorisch. Also, wenn ich möchte, dann könnte ich den Namen nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren könnte ich den dann wieder ändern. Und dann heißt das für Sie so, es beginnt jetzt ein ganz neues Leben? Ja. Das 3. Infanterieregiment in Französisch-Guayana. Peter Delsa begann sein Söldnerleben vor 17 Jahren aus Abenteuerlust. Viele andere traten damals der Legion bei, um mit ihrer kriminellen Vergangenheit zu brechen. Als Waffenbruder erhielten sie eine neue Identität. In der Zeit, wo Indochina war oder Algerien, da war die Fremdenlegion eine Armee in der Armee. Die hatte ihre eigene Sicherheitsstufe. Ja. Die konnten da alles an und vor allem, die brauchten die Leute. Ja. Das war praktisch gesagt Kanonenfutter. Heute sind wir ja integriert in der französischen Armee und das wird ja kontrolliert, von vorne bis hinten. Also es ist ja nur noch Leute angenommen mit kleinen Dialekten, zum Beispiel der Mopeti klaut ja, oder Alimente nicht bezahlt. Ja, das ja. Aber der Rest, große Straftaten so, kommen nicht mehr rein. Ja. Der ehemalige Zeitsoldat Peter Delsa war als Fremdenlegionär an etlichen Missionen rund um den Globus beteiligt. Ein Leben, das er in der deutschen Bundeswehr nie hätte führen können. Deshalb kämpft der 45-Jährige lieber auf der Seite der Franzosen. Im Golfkrieg nennt sich das hier das Croix de Guerre, oder wird auf Deutsch sagen das Kriegskreuz, aber das hat das gleiche Verhältnis wie das Eiserne Kreuz Ritterkreuz. Das bekommt man für außergewöhnliche Leistung im Kriegseinsatz. Das ist wiederum die Medaille Outre-mer, nennt sich das. Das wäre im Orient, also im Mittelorient ist das, wo man eingesetzt worden ist. Wie oft haben Sie denn Ihr Leben schon aufs Spiel gesetzt für die Legion? Ah, das habe ich nicht gezählt. Das kann ich ehrlich nicht sagen, aber es war schon etliche Mal. Besonderer Mut und Tapferkeit sind die Tugenden, die den Legionären nachgesagt werden. Deshalb bildet die Truppe bei den Einsätzen der französischen Armee stets die Vorhut und ist dementsprechend gefordert. Wo liegt Ihre Hemmschwelle, jemanden umzubringen? Ehrlich gesagt, im Einsatz habe ich keine Hemmschwelle. Da? Nein. Weil da steht zu viel auf dem Spiel. Ja. Und das habe ich auch in vielen Ländern erlebt, ja, da wir Frauen, Kinder oder Zivile zu beschützen haben. Und da kommt dann, sagen wir mal, eine Gruppe an, bewaffnet mit einem Kalaschnikow. Und da weiß man sofort, was passieren könnte. Also nein. Szenenwechsel. Das Wüstencamp Arta Plage im afrikanischen Djibouti.
Extreme Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit. Das Horn von Afrika ist ein idealer Übungsplatz für die Ausbildung im Wüstenkampf. Hier wird das Training zum Martyrium und der Waffenbruder schon mal zum Übungsgegner, der sich probeweise strangulieren lassen muss. Hast du deinen Kragen zugeknöpft? Dann geht's los. Abklatschen mit der Hand bedeutet, mir geht die Luft aus. Wir üben gerade, wie man einen Wachposten beseitigt, ohne dass es jemand anders mitbekommt. Das Ganze muss in absoluter Stille passieren. Dies hier ist nur eine von vielen Techniken, wie man den Feind mit einer Kordel umbringt. Zimperlich darf hier niemand sein. Tut es weh? Ja, ein bisschen. Wo tut's weh? Hier am Hals. Aber ich bin Schmerz schon gewohnt. Wo werden Sie das denn jemals anwenden? Naja, wenn wir eines Tages in den Krieg ziehen, dann kann es doch sein, dass wir den Feind mit eigenen Händen überwältigen müssen. Davon sind die Legionärsanwärter in Südfrankreich noch weit entfernt. Mit einem Besen bewaffnet üben sie hier vor allem eines: Disziplin. Haben Sie sich das vor 6 Monaten hier so vorgestellt? Nein. Aber wissen Sie, was das erste Wort war, das ich hier in der Fremdenlegion auf Französisch gelernt habe? Ballet, das heißt Besen. Ordnung und peinliche Sauberkeit gehören nun mal zum Ehrenkodex eines Legionärs. Aufzuräumen gibt es ohnehin wenig. Die private Habe muss zu Ausbildungsbeginn abgegeben werden, bis auf wenige Familienfotos. Das hier ist mein Vater. Das ist meine Mutter. Auf dem Foto ist sie noch jung. Das hier ist meine kleine Schwester, als sie klein war. Ihre Familie ist ja nun sehr weit weg. Ja, das stimmt. Sie ist weit weg, aber das ist okay für sie. Was ist das für ein Chaos? Zeig mir mal deinen Spind, Fontana. Der Ton ist vergleichsweise moderat. Die Legion will ja niemanden schon in der Grundausbildung verjagen. Leutnant Ola erklärt, weshalb er bei den Anfängern statt auf Drill auf Pädagogik setzt. Wenn wir einen Kampfeinsatz üben, dann setzen wir die Jungs schon unter Druck, damit sie lernen, in solchen Situationen schnell und richtig zu handeln. Aber bisher gab es ja noch keine Übung und sie haben nicht gesehen, welchen Druck wir ihnen dann machen. Und bis unsere Jungs soweit sind, müssen sie einfach lernen, Dinge schnell und korrekt zu erledigen. Aber dafür müssen wir nicht rumschreien. En attendant, on travaille dans le calme, on apprend à faire les choses rapidement et correctement, mais dans le calme. Wenig später endlich die lang ersehnte erste Übung des Ernstfalls. Im Laufschritt geht es stundenlang durch verschneites Unterholz. Die Aufgabe, ein feindliches Fahrzeug einnehmen und sichern. Auch wenn hier nur mit Platzpatronen geschossen wird, jeder Handgriff muss sitzen. Trotzdem hatte sich Legionsanwärter Kampfmann aus Deutschland all das viel härter vorgestellt. Sind Sie nicht manchmal ein bisschen enttäuscht von dem, wie die Ausbildung abläuft? Man hat so den Eindruck. Ein bisschen. Warum denn? Weil hier wenig gemacht wird. Also man lernt wenig. Enttäuschung hier, Respekt vor der Sache da. Rekrut Fontana fürchtet eher, dass das wahre Legionsleben schneller da ist, als dem Novizen lieb ist. Für jeden hier ist das alles momentan noch wie ein Spiel. Aber wenn wir erstmal im Regiment sind, dann wissen wir, dass wir vielleicht schon in 3 Monaten einen echten Einsatz haben. Und da ist es dann kein Spiel mehr. Das ist, wenn das Game finish. Wieder im Dschungel in Französisch-Guayana. Jeder der 7.655 Legionäre muss früher oder später hierher. Bei 95 Grad Luftfeuchtigkeit gilt es in erster Linie, den Naturgewalten zu trotzen. Die Elitetruppe allerdings probt gleichzeitig den Ernstfall. Und das heißt, hier wird scharf geschossen. Nicht ungefährlich, denn das Dickicht erschwert zudem die Sicht. Oh,
Was passiert jetzt? Was schreien die? Also die da vorne in der Kampfeinheit haben den Feind erkannt und angegriffen und sie schreien: Kontakt nach links, damit die Männer weiter hinten wissen, dass sie ihre Waffen nach links richten müssen. Was ist der Sinn dieser Übung? Die Schüsse aller Männer zu koordinieren. Alle haben ihre Waffen nach links ausgerichtet. Für die Legionsnovizen in Südfrankreich geht die viermonatige Grundausbildung zu Ende. Letzte Hürde vor Erlangen des Legionärsstatus. Ein 60 Kilometer langer Marsch mit schwerem Gepäck. Die Männer haben inzwischen gelernt, ohne Klagen durchzuhalten. Und auch sonst hat sich viel verändert. Mit ihrem alten Leben haben die meisten abgeschlossen. Auch Rekrut-Kampfmann aus Deutschland steht zu seinem Neuanfang. Also was vorher war, ist nicht wichtig. Wieso ist das nicht wichtig? Ist eben nicht wichtig. Für mich. Strich drunter gezogen? Ja. Warum? Können Sie uns das ein bisschen erklären? Weil ich nicht einverstanden bin mit meinem früheren Leben. Also, was ich vor der Legion gemacht habe, war nicht so besonders viel. Das bin ich eigentlich bloß hier, um Geld zu verdienen, bloß um irgendwas zu machen. Für die meisten hier. Also ging es nicht jetzt unbedingt darum zu sagen, ich wollte unbedingt zur Legion, das war nicht Ihr Traum, sondern es ging eher darum... Ja, wie gesagt, ich habe mich schon früh mit dem Thema beschäftigt, fand es interessant, viel darüber gelesen und da habe ich mir gedacht, was machst du jetzt zu Hause? Zu Hause ist überhaupt nichts los. Dann gehst du lieber hierher und hast deine Arbeit. 1.000 Euro Sold zahlt die Legion. Nicht viel, aber für den Großteil der Rekruten genug, um sich der Truppe anzuschließen. Für Pablo Fontana aus Argentinien allerdings erfüllt sich hier ein Kindheitstraum. Mein größter Wunsch ist schon immer gewesen, mal Pilot zu werden. Das Problem ist aber, dass in Argentinien die Luftwaffe nur sehr wenige Plätze zur Verfügung hat und nicht jeder dort unterkommt. Der große Augenblick ist gekommen. Die Verleihung des Képi Blanc, des traditionellen Legionärshutes. Und der, so wird im Vorfeld klar, ist ein Heiligtum. Keiner von euch langt das Képi mit seinen Pfoten an. Es ist weiß und so soll es auch bleiben, verstanden? C'est compris? Vos képis blancs. Vereint im Namen der Legion. Vor wenigen Wochen waren sie noch Einzelkämpfer aus aller Welt. Heute bilden die Männer eine eingeschworene Truppe unter französischer Flagge. Auch der sonst so coole Kampfmann ist nach der Anspannung des Marsches erleichtert. Bonjour. Der Kampfmann, herzlichen Glückwunsch. Oui. Danke. Wie fühlen Sie sich? Hungrig. Also seit gestern Abend nichts gegessen. Aber sonst ganz gut. Ganz gut? Ja. Was ist für ein Gefühl jetzt? Das gibt mir Blut an. Also ich bin froh, dass ich es hinter mir habe und jetzt werden wir weitersehen. Also. Verhaltene Freude bei dem Usedomer. Seine Kameraden hingegen feiern die offizielle Aufnahme in die Legion ausgelassener. Einige können ihr Glück darüber noch gar nicht recht fassen. Das ist wirklich sehr wichtig. Für mich ist das die Erfüllung eines Traums. Ich bin einfach glücklich. Das ist alles. Feierabend auch bei den Legionären in Französisch-Guayana. Die Kaserne des 3. Regiments liegt nahe des Raumfahrtzentrums Kourou. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren fast 50% der Legionäre Deutsche. Heute sind es nur noch 3%. Doch gerade die deutschen Tugenden sind noch immer gefragt. In der Fremdenlegion, wir Deutsche, wir haben einen hohen Status, weil wir sind sehr hoch angesehen, weil man sagt, die Deutschen, das sind erstmal Arbeitstiere, sind diszipliniert. Ja, und vor allen Dingen sehr viel, was jetzt die Fremdenlegion heute ausmacht, ist von den Deutschen gemacht worden, also gegründet worden. Ja.
Deswegen versucht die Fremdenlegion mehr und mehr Deutsche reinzukriegen. Leutnant Olar, der Ausbildungsleiter in Südfrankreich, sieht das genauso. In der aktuellen Truppe entpuppt sich der deutsche Rekrut Kampfmann als idealer Fremdenlegionär. Seine größte Schwäche und seine größte Stärke zugleich, er ist ein Durchschnittslegionär. Er ist einfach mittelmäßig. Weder gut noch schlecht. Und genau solche Legionäre braucht man in einer Gruppe. Abschlussprüfung für die Legionäre. Spätestens jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Nur wer hier gut abschneidet, kommt in das Regiment seiner Wahl. Pablo Fontana und Dieter Kampfmann haben dasselbe Ziel. Sie wollen ins Elite-Regiment der Fallschirmjäger. Doch nur die Besten eines Jahrgangs haben dort eine Chance. Geprüft wird unter anderem das Zusammenspiel in Zweiergruppen, eine lebenswichtige Übung für den Ernstfall. Jetzt zeigt sich, wer inzwischen wie gut Französisch spricht und weiß, was zu tun ist. Dieter Kampfmann ist angespannt. Geht so. Geht so? Bisschen viel Ladehemmung, aber abgesehen davon. Und dann habe ich den einen Befehl nicht verstanden. Missverständnisse können bei der Legion tödlich sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, sich vor Giftgas zu schützen. Leutnant Olar und sein Unteroffizier werten die Prüfung aus. Für die Fallschirmkarriere des Argentiniers Fontana sieht es schlecht aus. Fontana ist der typische Legionär mit viel gutem Willen, aber einem Mangel an körperlicher Fitness. Ich sehe ihn am ehesten als Sekretär, Funker oder vielleicht als Krankenpfleger. Wir brauchen ja auch Leute, die diese Jobs in der Legion übernehmen. Drei Wochen später im Hauptquartier der Legion bei Marseille. Tag der Wahrheit für die 40 Rekruten. Heute erfahren sie, in welchem Regiment sie die nächsten Jahre dienen werden. Eine Entscheidung, die jeder Legionär widerspruchslos hinnehmen muss. Dieter Kampfmann ist aufgeregt. Er weiß nicht, ob seine Prüfungsergebnisse gut genug fürs Fallschirmjägerregiment sind. Umsonst gebangt. Der 23-Jährige darf zu den Fallschirmjägern. Jetzt ist Pablo Fontana an der Reihe. Auch der Argentinier hat, trotz schlechter Kondition, den Traum vom Fliegen noch nicht aufgegeben. Doch gute Führung allein macht noch keinen Fallschirmjäger. Gut, wie gesagt, ich versetze dich ins 1. Infanterieregiment. Gibt es Fragen? Ich wünsche dir alles Gute im 1. Regiment. Wie es sich für einen echten Legionär gehört, trägt der 30-Jährige die Entscheidung mit Fassung. Ich hab's mir schon gedacht, dass es nicht klappt. Schon in Castelnaudary haben sie mir gesagt, dass ich es wohl nicht schaffe. Ich hab's schon gewusst. Ins zweite Rep kommen nur die Allerbesten und die Sportlichsten. Da geht's richtig zur Sache. Und daher werden nur die Jüngeren hingeschickt. Vier Monate intensiver Ausbildung sind zu Ende. Zum Abschluss gedenken die Rekruten in der Ehrenhalle der sogenannten Krypta den 37.000 gefallenen Kameraden. Gestorben im Dienste der Legion an den Fronten in aller Welt. Es ist 22 Uhr in Französisch-Guayana. Der deutsche Fremdenlegionär Peter Delsa tauscht seine Uniform gegen Freizeitkleidung. Ab und zu macht er sich auf in Städtchen Kourou, wo neben der Weltraumrampe nur ein weiteres Geschäft gut floriert: die käufliche Liebe.
für die fremden Legionäre eine willkommene Abwechslung zum Kasernenalltag. Es ist wichtig, einen körperlichen Ausgleich zu haben, sagen wir mal so, ja. Ja. Ja, weil wenn man das nicht hat, boah, ne, da fehlt was. Man merkt das, ja, es fehlt was, weil eine Frau, das ist eigentlich das beste Geschenk, was der Gott gemacht hat, ja, weil es was Weiches, ja. Leben ohne Ehefrau und Kinder, auch das ein Preis für den Eintritt in die Legion. Ende der Legionärsausbildung in Südfrankreich. Hier trennt sich der Weg der Kameraden. Kampfmann, mein Schatz, komm her und gib mir einen Abschiedskuss. Typisch Argentinier. Aus Fremden sind Freunde geworden. Nach 5 Monaten Zusammenleben kann man nicht anders. Leiden für die Legion. Dazu gehört immer wieder auch Abschied von Vertrautem und der Mut, in unbekanntes Terrain aufzubrechen. Im Dienst fürs selbstgewählte Vaterland.